Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 14 Updates, 22 neuen Mods und einer neuen Karte. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Florian, Robby, Diablox, Garus und Sven für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir mit den Updates und das erste Update kommt für den Anderson Group Stack Pro 7200 von Giants Software, Downloadgröße 12,53 MB, jetzt in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, Animationen verbessert. Das zweite Update kommt für den Bednar Swifter SM18000, ebenfalls von Giants Software, Downloadgröße 17,27 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen, der Changelog sagt, verbessertes Arbeitsverhalten. Wir kommen zum Quernerland XTB 18 von Giant Software, Downloadgröße 31,08 MB, jetzt in der Version von 1.0.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Anreihung der Spritzdüsen behoben. Das nächste Update kommt für den Quernerland X-Track T4 von Giant Software, Downloadgröße 48,31 MB, jetzt in der Version von 1.0.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Anreihung der Spritzdüsen behoben. Wir kommen zum Pöttinger Aerosim 3002 und Lyon 303. Dieser kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 13,07 MB in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Lichter angepasst. Der Holme Terrados kriegt das nächste Update, kommt ebenfalls von Giant Software, Downloadgröße 32,54 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Lichter angepasst, Kennzeichen angepasst, Stickerintensität im Innenraum angepasst. Ebenfalls von Giant Software kommt der Holme Terra Felis 3 Evo, kriegt das nächste Update, Downloadgröße 26,76 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Lichter angepasst, Kennzeichen angepasst. Der TT8022 Driveless kommt ebenfalls von Giant Software, kriegt das nächste Update, Downloadgröße 6,45 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Materialanpassungen. Wir kommen zum letzten Update von Giant Software und zwar für den Werderstadt Tempo VTP. Downloadgröße 17,71 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Seitenmarkierungen hinzugefügt, Lichter angepasst. Wir kommen zu den weiteren Updates und zwar kommt das erste Update hierzu für die Mecklenburgische Seenplatte von Holden. Downloadgröße 196,77 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Landschaftsbau, Bäume und Pflanzen wieder hinzugefügt, Landwege ausgebaut, Hofgebäude wurden überarbeitet und können samt der integrierten Dekoration verkauft werden. Farmhaus hinzugefügt, Produktionen müssen jetzt gekauft werden, BGA muss jetzt gekauft werden, Dekoration und Vegetation hinzugefügt, Wälder überarbeitet, Seen hinzugefügt, die Eisenbahn kann jetzt nicht mehr gemietet werden und der Hinweis folgt, es ist ein neuer Spielstand erforderlich. Das nächste Update kommt für die Karte Dunalka. Dieser kommt von Strauß 6, Downloadgröße 162,65 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, verbesserte KI-Arbeit in Navigation, Verkehr hinzugefügt, Büsche, die auf Straßen wuchsen, wurden korrigiert, Entfernen von Gras aus den Bereichen der Produktionspunkte, einige Anpassungen an kaufbaren Ackerland, benutzerdefinierte Bodenkarte für Precision Farming hinzugefügt, mehr Texturen für das Malwerkzeug im Landscaping-Modus hinzugefügt, benutzerdefinierte Erntekalender hinzugefügt, Erweiterung der gekauften Ackerfläche im leichten und mittleren Modus. Einige Produktionsstätten kaufen jetzt auch Ackerland. Wenn ich das richtig verstehe, ist auch hier ein neuer Spielstand erforderlich. Es ist aber nicht explizit so erwähnt, deswegen könnt ihr versuchen, einfach den bisherigen Spielstand weiter zu spielen. Das nächste Update kommt für die Mod Mobile Hilfsmittel von Jos, Downloadgröße 0,42 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, zwei neue Hilfsmittel hinzugefügt, Mod-Titel und Symbol geändert, erhöhtes Gewicht der Holzverkaufsstelle. Das nächste Update kommt für die Mod Anhebbare Paletten von Jos,
Downloadgröße 2,22 MB jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Ballenanhänger für benutzerdefinierte Ballen hinzugefügt, Ballenwickler für benutzerdefinierte Ballen hinzugefügt mit mehr Farben, der DPW 1800 Autoload Anhänger hinzugefügt. Das Farmversorgungspaket von The Lord kriegt das nächste Update, Downloadgröße 5,31 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Desk-Version erhöht, Sorghum-Hirste-Palette und Sack hinzugefügt, Streusalz-Palette und Sack hinzugefügt. Die kleine Molkerei kriegt das nächste Update, kommt von Nailu, Downloadgröße 7,27 MB, in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Mod Desk Update, verbessertes Modell und Texturen, Neuschnee auf dem Dach, Preis- und Produktionsrate Anpassungen, gelbe Version hinzugefügt, Verkaufsargument Versionen hinzugefügt und ein paar kleinere Verbesserungen. Die nächste neue Mod, die ein Update kriegt, heißt zusätzliche Feldinfo von Yumi, Downloadgröße 18 KB in der Version jetzt von 1.0.2.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Feldbereich wird bei Precision Farming nicht mehr angezeigt, gefixt. Ja, das waren die Updates. Und jetzt kommen wir zu der neuen Karte und die heißt Somerset Farms, kommt von Steve's Mod. Downloadgröße 194,65 MB, jetzt in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Der Text sagt, Somerset Farms, das auf verschiedenen Orten in Großbritannien basiert. Diese Karte hat 50 Felder, diese Karte hat 5 Tierhöfe, benutzerdefinierte Beleuchtung XML, Sammlerstücke, UK-Nummernschilder in der Karte integriert, hat einen See, wo sie Wasser bekommen können. BGA-Fläche kannst du auch als platzierbare Fläche nutzen. Wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, dann kommen wir hier raus. Das ist zwar ein Farmhaus, ist aber nicht unser Farmhaus. Es ist halt hier platziert. Wenn wir rausgehen, haben wir hier ein paar Sachen rumstehen. Also zum Beispiel hier diesen Unterstand. Diese Halle hier, wo unser Equipment drin steht. Und dann haben wir noch einen weiteren Unterstand hier. Des Weiteren haben wir hier ein paar Kaufsilos hier auf dem Hof stehen und natürlich unser Equipment. Wir gucken mal kurz die PDA an. Und zwar sieht diese so aus, ist also eine kleine Karte. Ihr könnt sehen, es ist circa ein Drittel, vielleicht ein Viertel, ja, von der normalen Standardkartengröße. Also ist nicht sehr groß, also nicht für großes Equipment gedacht. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann haben wir hier dieses Hofstück, das wo wir jetzt gerade drauf waren. Dann haben wir dieses Hofstück hier und dann haben wir diese drei Felder. Das Feld 27 hat eine Größe von 0,9 Hektar. Das 24er Feld hat eine Größe von 0,5 Hektar. Und das Feld 21 hat ca. 1 Hektar Fläche. Die größten Felder, die hier auf der Karte verbaut sind, sind so knapp um die vielleicht 3 Hektar, 2,8, 3 Hektar. Größer wird die Feldfläche nicht. Es kann das Umland gekauft werden für 0 Euro, aber es bringt absolut nichts. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender, gibt auch keine extra oder zusätzliche Feldfrüchte. Aufträge sind ebenfalls vorhanden. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, schauen wir noch ein bisschen weiter rum auf dem Hof. Und zwar ist es nämlich so, wenn wir hier die Straße überqueren, dass wir hier noch mehr Hoffläche haben. Das heißt, wir haben hier einen Treibstofftank, wir haben hier einen Unterstand, einen rostigen, wo wir die Dünge- oder Pflanzenschutzspritze stehen haben. Dann haben wir hier noch einen Unterstand und hier haben wir das Werkzeug für die Grasarbeit. Und ihr könnt sehen, überall diese türkisfarbenen Sammlerstücke, die sind also wirklich überall zu finden, überall. Man kann sie fast nicht übersehen. Dasselbe gilt natürlich hier. Also hier könnt ihr sehen, hier ist auch wieder eins. Hier drin sind sogar jetzt auf die Schnelle 4 Stück erkennbar. 1, 2, 3 und dann hier drüben. Also mindestens 4 Stück sind hier drin. Das ist unser Kuhstall. Da passen 150 Kühe rein. Und natürlich wie immer machen wir kurz den Test, ob diese Ballen annehmen. Und zwar haben wir hier jetzt einmal Heuballen. Die sollten eigentlich angenehm werden. Und damit ist sie auch schon verschwunden. Das heißt, die Heu wird schon mal angenommen.
Dann schauen wir mal, wie das mit Stroh aussieht, ob Stroh auch angenommen wird oder ob dies eingestreut werden muss. Also das Stroh muss eingestreut werden, wird nicht angenommen von hier in den normalen Trigger hier. Hier haben wir natürlich den Gülleabzapfpunkt, hier haben wir den Milchabzapfpunkt, hier haben wir ein Keilsilo, des Weiteren haben wir hier unser Silo mit einer Kapazität von 800.000 Litern. Ich glaube, das ist schon fast alles, was wir zum Hof erfahren können. Wir schauen uns mal kurz das Equipment an, was wir als neue Farmer bekommen. Und zwar haben wir einen Kompakttraktor, den Case Maxim. Dann haben wir einen mittelgroßen Traktor und dann haben wir den McCormick X8. Und wir haben sogar, man höre und staune, einen Großtraktor, den Magnum 340, auf dieser kleinen Karte. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Overkill ist. Dann haben wir den Rostelmarsch Mähdrescher, haben den Klaas Anhänger. Wir haben ein Schneidwerk für normales Erntegut, dann haben wir einen Pflug, einen Grober, eine Kreiselecke, eine Seetechnik, eine Seemaschine, eine Einzelkorn-Seemaschine. Wir haben die Spritzen, die haben wir schon gesehen. Düngestreuer haben wir auch. Dann haben wir einen Wender, einen Schwader, eine Ballenpresse, einen Ballentransportwagen, einen Frontlader, ein paar Frontladerwerkzeuge, den Bale King, die Palettengabel und die Universalschaufel. Natürlich haben wir noch den Anhänger für das Schneidwerk und wir haben ein Tenwickelgewicht. Wir schauen uns kurz an, welche Produktionen verbaut worden sind. Und wenn wir das einschalten, sehen wir, dass tatsächlich nur eine Produktionsstätte eingebaut ist. Und zwar ist das das Sägewerk. Lade- oder respektive Kaufstationen haben wir verschiedene. Also hier ist der See, wo wir Wasser holen können. Hier ist das Sägewerk, Kalkstation, mittlerer Treibstofftank. Das sind also die beiden Sachen, die auf dem Hofgelände stehen. Des Weiteren haben wir noch eine Tankstelle. Verkaufsstationen haben wir einige, und zwar haben wir hier natürlich unser Silo, das zwar keine Verkaufsstation ist, ein Abladepunkt. Wir haben hier Fill Me Silo 2, das ist ein Verkaufspunkt. Farmhändler Schüttgut, Alsfiers Händler mit der Ballenverkaufsstelle. Des Weiteren haben wir der Cotswolds Händler und wir haben den FSC Händler Ballenverkaufsstelle. Also Ballen können an zwei Orten verkauft werden. Dann bei den Tieren können wir momentan sehen, dass wir hier den Kuhstall haben. Hier gibt es eine Schafweide, hier gibt es eine Schweineweide und hier gibt es einen Pferdestall. Ich würde mal sagen, wir gehen auf einen kurzen Rundflug. Also wir können sehen, hier ist britischer Linksverkehr. Also das ist korrekt, also Traffic ist da. Ja, das ist der Überblick über die Karte. Ist ja ziemlich flach, ist nicht sehr hügelig hier. Und ihr könnt sehen, die Karte ist also ziemlich klein, also ist hier auch schon abgegrenzt, also da kann man nicht drüber hinaus fliegen. Hier haben wir das Sägewerk, das haben wir vorhin gesehen, das ist auch ein bisschen Forst da für die Forstfreunde oder die Holz- oder Baumschubser. Hier haben wir den See, der erwähnt worden ist, wo man Wasser holen kann. Hier ist die BGA, hier zusammen mit dem Viehhändler des Weiteren. Scheint es hier auch noch ein Tiergehege zu geben, was aber noch nicht zu uns gehört. Das wäre diese Parzelle hier, wenn ich diese kaufe. Ist tatsächlich hier eine Hühnerweide. Und hier passen 100 Hühner rein. Auch hier können wir sehen, dass überall diese Sammelobjekte da sind, also überall liegen die rum. Des Weiteren haben wir hier einen weiteren Hof. Sieht auch wieder aus nach Kuhstall. Ne, in dem Falle hier ist das ähnliche Gebäude ein Schafstall für 200 Schafe. Die Feldformen sind ein bisschen gemischt, also es ist sehr eher schon quadratisch. Es gibt aber auch geschwungene Ecken, aber jetzt nicht die ganz wilden natürlichen Formen, sondern halt eher schon im quadratischen Bereich. Hier unten haben wir die Schweinefarm. Da passen 400 Schweine rein. Und hier habe ich so ein bisschen komische Sachen entdeckt in der Luft. Also wenn wir hier gucken, sehen wir hier...
Fußgänger, die schwebend laufen. Des Weiteren haben wir hier oben auch verschiedene Deko-Objekte, die da rumschwirren. Also das soll wahrscheinlich nicht ganz so sein. Oder wir haben jetzt einfach ein neues Feature in dem Spiel. Na, hier haben wir ein Buch, wir haben liegen einen Sitz, also einen Stuhl. Hier haben wir die verschiedenen, sogar ein Schachbrett, das hier vorhanden ist. Ich glaube nicht, dass das so sollte. Hoffentlich wird das mit dem nächsten Update gefixt. Okay, des Weiteren hier haben wir die Tankstelle, die haben wir gesehen. Gibt es ein kleines, eine kleine Wohnsiedlung. Hier gibt es nochmal etwas, was nicht zu uns gehört. Auf jeden Fall eine weitere Hoffläche. Also man kann hier im kleinsten Stile auch ein Multiplayer machen, wenn man dann so möchte. Hier haben wir das Reitgebiet für die Pferde. Hier haben wir den Händler. Ja, das ist im Prinzip schon alles, was ich zu Karten zu sagen habe. Wir können noch kurz gucken, den Verkaufskatalog, was wir alles verkaufen können. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Trauben können schon mal nicht verkauft werden, Oliven auch nicht. Dann Eier können nicht verkauft werden, Wolle, Milch und so weiter können nicht verkauft werden. Dann Mehl und alle die Produktionen können nicht verkauft werden. Also selbst wenn man das verbauen würde, müsste man eigene Verkaufsstellen hinzufügen. Eine Karte finde ich schade, dass eine Karte in sich nicht Vanilla funktionieren kann. Also wenn man dann hier etwas verkaufen möchte von diesen Standardproduktionen, ja, muss man gucken, wie man das verkaufen will, ne? Also es ist schade, dass hier nicht zu Ende gedacht worden ist, wieder mal. Leider, leider Gottes ist es halt immer so, dass die Karten so schnell wie möglich rauskommen müssen, ehe man überhaupt das ganze Konzept durchgedacht hat oder korrekt veröffentlicht hat. Schade, schade, schade. Also es ist definitiv eine Karte für kleineres Gerät, würde ich mal sagen. Aber ja, von oben jetzt hier gesehen kann man doch schon auch mit mittlerem Gerät arbeiten. Also wenn man die Feldflächen von unter 3 Hektar sieht, dann wäre da wahrscheinlich der Großtraktor schon wahrscheinlich fehl am Platz. Ja, wunderbar. Das wär's zur Karte. Dann geht's weiter mit den Mods. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt dieser All Lights, kommt von Tamezi, Downloadgröße 12 KB, in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Im Standardspiel wird das Abblendlicht ausgeschaltet, wenn das Fernlicht oder die Frontarbeitsscheinwerfer eingeschaltet werden. Mit Mod werden Fernlicht bzw. Front- und Arbeitsscheinwerfer zusätzlich zum Abblendlicht eingeschaltet, wodurch die Sicht bei Dunkelheit erheblich verbessert wird. Hinweis: Einsatz auf schwachen Systemen nicht empfehlenswert. Die nächste neue Mod heißt Lindner Unitrack Pack, kommt von Vectorman, Downloadgröße 20,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit etlichem verschiedenem Equipment. Zum einen natürlich den Unitrack selbst, und zwar ist das hier der Unitrack 82 EP, kommt mit einer Leistung von 95 PS standardmäßig, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 85 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 3,7 Tonnen und kostet 97.800 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Lizard und Trelleborg. Wir haben es schon gesehen, Lizard, da gibt es niedliche Bandlaufwerke. Trelleborg, da gibt es Standard und so weiter, das was wir schon kennen. Kommunal gibt es bei Continental und zurück wieder zu dieser Version hier. Rundumleuchten können hinzugefügt werden, einmal links, rechts oder beidseitig. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Kommunalorange, Grün, Schwarz und Weiß. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dazu kommt natürlich zum einen das Kippermodul mit einem Volumen für das Schüttgut von 2400 Litern, wiegt eine Tonne, kostet 2400 Euro. Die Farboption haben wir schon gesehen. Dann kommen wir zum Rungenmodul, natürlich für die Holzschubser, hier mit einem Gewicht von 850 Kilo und kostet 3500 Euro. Auch hier dieselbe Farboption wie überall. Dann gibt es das Miststreuermodul. Dieses kommt mit einem Volumen für Mist von 3200 Litern, wiegt 1,2 Tonnen, hat eine Streuweite von 5,6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 20 km/h und kostet 5700 Euro. Auch hier dieselbe Farboption.
Dann kommen wir zum Güllefass Standard. Das ist dieses hier mit einem Volumen von 3000 Liter, wiegt 1,1 Tonnen, hat eine Streuweite von 5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 6800 Euro. Auch hier haben wir dieselben Farboptionen wie schon gesehen. Jetzt ist hier etwas anzufügen. Also wir können sehen, dass hier die Düse hier unten positioniert ist. Denn wenn wir jetzt zum Güllefass Alpin gehen, können wir sehen, dass die Düse hier oben platziert ist. Ja, das ist der einzige Unterschied. Das Volumen bleibt sich gleich. Das ist 3000 Liter, hat ein Gewicht von 1,1 Tonne und hat eine geringere Arbeitsgeschwindigkeit, nämlich von 13 km/h und kostet 6800 Euro. Dann haben wir noch das Tankmodul. Das ist natürlich für die Flüssigkeiten mit einem Volumen von 2500 Liter, wiegt 930 Kilo und kostet 3500 Euro. Die Kapazität kann hier gewählt werden zwischen Milch und Wasser, Kraftstoff und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus verzinkt, rostfrei und chrom. Und die Designfarbe haben wir schon gesehen. Die Farbpalette ist dieselbe. Dann gibt es noch das Ladewagenmodul, und zwar mit einem Volumen von 11.200 Liter. Wiegt 1,5 Tonnen, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h und kostet 10.500 Euro. Auch hier gibt es dieselbe Farboption wie schon gesehen. Wir kommen zum Lizard Transporter. Dieser kommt von Bgamer 003, Downloadgröße 5,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Transportbox für Traktoren, kann entweder an den Frontlader angebaut werden und oder aber auch direkt an den Dreipunkt. Kommt mit einem Volumen von 1500 Litern, wiegt 800 Kilo und kostet 1400 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden auf 2500 Liter oder sogar auf 3000 Liter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Als nächstes kommen wir zu der John Deere 8R Series von Custom Modding. Das ist eine Riesenmod. Downloadgröße 96,18 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket mit sage und schreibe 5 Traktoren und einem Frontlader. Wir fangen ganz vorne an mit dem 8RX. Dieser kommt mit einer Leistung von standardmäßigen 357 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 851 Liter, 37 Liter DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 20 Tonnen. Der Preis 540.000 Euro circa. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Camso und eine andere Version. Das sind also diese Bandlaufwerksversionen, die wir hier haben. Dann gibt es auch hier verschiedene Größen und so weiter, kann man frei wählen. Kotflügel kann hinzugefügt werden, ja oder nein. Frontgewicht kann hinzugebaut werden. Einmal Gewichtehalter vorne, 300 Kilo, 800, 1300, 1800 und Rockbox und Fronthydraulik. Dann kann ein GPS-Monitor eingebaut werden, ja oder nein, das ist dieser Monitor hier. Hinten kann hinzugebaut werden die Dreipunktaufhängung, ja oder nein. Die Motorenausführung, dann haben wir den 8RX 310 IVT mit 357 PS, dann haben wir den 310er E23er mit 357 PS, den 340er IVT mit 388 PS, den 340er E23er mit 388 PS, dann haben wir den 370er IVT mit 420 PS, auch hier haben wir die E23er Version mit 420 PS. Wir haben den 410er E23 mit 458 PS und dann geht es wieder zurück zur ersten Version. Des Weiteren kriegen wir den 8RT Series. Dieser kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 376 PS, wird Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 675 Liter, 23 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 16,1 Tonne und kostet 244.000 Euro. Die Reifenhersteller sind hier identisch wie dem, was wir schon gesehen haben. Beim Frontgewicht kann hinzugebaut werden, Frontgewicht ja oder nein. Das ist dann hier dieses seitliche Gewicht, was hier angebracht wird. Dann hinten auch wieder die Dreipunktanhängung, Aufhängung, die hinzugebaut werden will oder kann. Frontgewicht kann hinzugebaut werden. Einmal der Gewichtehalter, dann 300, 500, 700, 1100 und die Rockbox und zurück zu Standard. Rundumleuchten gibt es hier auch. Rundumleuchte links, rechts, beidseitig oder keine.
Dann gibt es der Starfire 6000 Empfänger, das ist dieses Modul oben hier. Dann gibt es die Generation 4 erweiterte Monitor, der kann eingebaut werden und zwar kommt dieser hier unten hin. Dann gibt es hier hinten noch die 100 Jahr Aufkleber und zwar hier 100 Years John Deere. Dann kann hier, und das ist etwas Neues und etwas Cooles, was wir hier machen können, nämlich ein Frontlader hinzubauen. Die Motorenausführung haben wir den 8320 RTE23 mit 376 PS. Dann haben wir den 5345er mit 394 PS, den 8370er mit 420 PS und zurück geht's zur ersten Version. Dann haben wir den 8 RT Series. Die zweite Version und zwar kommt diese mit einer Leistung von 357 PS und zwar wird diese hier jetzt stufenlos geschaltet. Tankfüllmenge für Diesel 764 Liter, 33 Liter DEF, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit und 16,3 Tonnen. Der Preis gute 345.000 Euro. Auch hier haben wir dieselben Reifenoptionen, wie wir schon gesehen haben. Frontgewicht kann hinzugebaut werden, eines, zwei oder keins, auch wieder hier seitlich. Dann gibt es das zweite Frontgewicht hier, Gewichtehalter vorne, 300, 800, 1300, 1800 und die Rockbox. GPS-Monitor, das haben wir schon gesehen. Auch wieder die Dreipunktanhängung, Aufhängung hinten, die hinzugebaut werden kann. Dann haben wir hier die 310er IVT mit 357 PS in der Motorenversion. Dann haben wir den E23er Serie mit 357 PS. Dann haben wir die 340er IVT, wie wir schon gesehen hatten vorhin, 388 PS. Die E23er, die hat dann auch 388 PS. Dann haben wir noch die IVT 370er Version, 420 PS. Und dasselbe für die E23er Version. Hier haben wir noch den 410er E23 mit 458 PS und zurück geht's. Also der Unterschied hierzu von den beiden hier ist, der eine ist lastgeschaltet, der andere ist stufenlos. Dann kommen wir zu der 8R Series und zwar ist das dieser hier, der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 290 PS, wird lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 675 Litern, 23 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 12 Tonnen und kostet knappe 220.000 Euro. Die Reifenhersteller hier können gewählt werden zwischen Lizard. Und zwar gibt es hier die Breitreifenversion und da gibt es verschiedene Optionen. Mal richtig fette, dicke und große Reifen. Oder dann gibt es eben die wahrscheinlich erstmal als Schonreifen gedachte oder Pflegereifen gedachte Ausführung. Gibt es auch die Dreifachversion und so weiter und so fort. Da gibt es also enorm viele Optionen. Kotflügel kann auch hier hinten angebaut werden, vorne beide. Oder kein. 3-Punkt-Aufhängung haben wir schon gesehen. Frontgewicht natürlich haben wir auch schon gesehen. Hier gibt es den Gewichtshalter, dann 300, 500, 700, 1100 und so geht es zum Schutzgitter und die Rockbox und die Fronthydraulik. Da gibt es einiges an Optionen. Tatsächlich rundum leuchten auch hier wieder links, rechts und beides. Das Starfire haben wir auch schon gesehen, den erweiterten Monitor haben wir auch schon gesehen, die 100 Jahr Aufkleber haben wir auch schon gesehen, Frontladeranbau, auch hier cool, dass man hier überhaupt einen Frontlader anbauen kann. Die Motorenausführung, dann haben wir den 8245er mit 290 PS, den 8270er mit 318 PS, den 95er mit 342 PS, dann haben wir den 8320er mit 368 PS. Den 8345er mit 394 PS, den 8370er mit 418 PS. Dann haben wir die 84er Version und zwar kommt die mit 450 PS und zurück geht's zur ersten. Dann haben wir auch hier eine stufenlos geschaltete Version, die kommt mit 326 PS standardmäßig, wird stufenlos geschaltet, wie schon gesagt. 727 Liter ist die Tankfüllmenge für Diesel, 37 Liter für DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 13,7 Tonnen. Der Preis bei knappen 318.000 Euro. Die Reifen herstellen auch hier, natürlich zwischen Lizard und Lizard, das haben wir schon durchgespielt, Kotflügel haben wir auch schon gesehen. 3-Punkt-Aufhängung auch. Hier ist im Prinzip alles dasselbe. Frontgewicht gibt es auch hier. Und hier ist eine andere Abstufung. 250 Kilo, 450, 750, 1100 Kilo Frontgewicht, Schutzgitter und die Rockbox
sowie die Fronthydraulik. GPS-Monitor auch hier natürlich, das haben wir schon gesehen. Die Motorenausführung gibt es den 280er IVT mit 326 PS, die E23er Version mit 326 PS und dann haben wir hier wieder die normale Version. Also die E23er Version ist dann jeweils die lastgeschaltete Version. Hier geht es dann mit Hochmiss bis und mit dem 410er mit 458 PS. Und als letztes gibt es hier noch den Frontlader und zwar mit einem Gewicht von 1,6 Tonnen, braucht 125 PS und kostet 5.400 Euro. Wir kommen zum Pack Evolumas Maxi. Kommt von Fred Modding, Downloadgröße 6,92 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt es hier mit einer großen Serie an verschiedenen Gewichten. Wir starten mit dem 600er, wiegt natürlich 600 Kilo, kostet 1000 Euro und die Konfiguration kann geändert werden von der Standardkonfiguration zu mit Stoßstange, dann 300 Kilo Gewicht, 600 Kilo Gewicht, 300 Kilo Gewicht mit Stoßstange, 600 Kilo Gewicht mit Stoßstange und zurück zur Standardkonfiguration. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, die Designfarbe natürlich auch. Dann kommen wir zum 900er, wiegt natürlich 900, kostet 1500 Euro. Auch hier gibt es die Konfiguration, die wir schon gesehen haben, mit und ohne Stoßstangen. Dann kommen wir zum 1200er Gewicht. Das wiegt natürlich 1,2 Tonnen, kostet 2000 Euro. Und auch hier gibt es dieselben Konfigurationsoptionen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch das 1500er, wiegt 1,5 Tonnen und kostet 2500 Euro. Und auch hier sind die Konfigurationsmöglichkeiten absolut identisch. Als nächstes kommen wir zum John Deere 6R extra großer Rahmen. Kommt von Chris136, Downloadgröße 21,59 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser hier. Der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 281 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 470 Liter, 25 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 9,7 Tonnen und kostet 235.500 Euro. Der Reifenhersteller kann gewählt werden zwischen Michelin Continental, Mithas, BKT, Fredestein, Nokian und Trelleborg. Die Kotflügel können entfernt werden oder wieder normal. Rundumleuchten können hinzugebaut werden, und zwar einmal links, rechts und beidseitig. Warntafeln gibt es auch hier, natürlich hier hinten oder ohne. GPS-Empfänger, der kann natürlich hinzugebaut werden und ist dieses Element hier, das ist das Starfire 6000. Dachluke gibt es entweder als Luke oder als Dachfenster. Frontladeranbau gibt es auch hier, und zwar den John Deere. Motorenausführung gibt es den 6R230 mit 281 PS, den 250er mit 301 PS und zurück geht's zur ersten Version. Dann gibt es die Hauptfarbe, die gewählt werden kann, ausnahmsweise mal aus der ganzen Standardpalette und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Optionspalette hier. Und hinten habe ich angehängt, ein bisschen Understatement, den Unia Gruciac U500. Der kommt von Simovi Wojovnik. Downloadgröße 2,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Spatenmaschine mit einem Gewicht von 505 Kilo, braucht 25 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,7 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 1850 Euro. Die Abdeckung kann entfernt werden, ja oder nein, und die Hauptfarbe kann aus dieser Vintage-Farbpalette ausgewählt werden. Wir kommen zum Arco Vario 1000 US Series von Custom Modding. Downloadgröße 25,95 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket mit drei verschiedenen Traktoren, natürlich dreimal Fendt. Einmal den Fendt 1000 Vario US. Der kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 396 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 800 Litern, 85 Litern für DEF, 60 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 14,5 Tonnen und kostet 329.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin Lizard, Lizard und Michelin. Und zwar haben wir auch hier wieder die Pflegebereifung, die wir aufbauen können, und zwar in der Dreifachversion und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die extra Breitreifenversion von 1400, die 1400 mit Gewichte, die ein bisschen kleiner, die 1250er und so weiter. Das sind diese Versionen. Die Generation kann geändert werden von der Generation 1 zu Generation 2, Generation 3, da ändert sich hier ein bisschen was.
und zurück zu Generation 1. Rundumleuchten können hinzugebaut werden, ja natürlich links, rechts und beidseitig. Kotflügel können natürlich hinzukommen oder nicht. Dann können Zahlen hinzugefügt werden, und zwar zwischen 1 und 25, und die erscheinen dann hier an der Seite. Dann kann entschieden werden, ob ein Knauf auf dem Lenkrad angebracht werden soll, ja oder nein. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Kühlbox einzubauen. Das ist diese Box hier. Schnellkupplung gibt es, ja oder nein. Das ist im Prinzip der 3-Punkt. Motorenausführung gibt es den 38er, den 42er mit 435 PS, den 46er mit 476 PS und den 50er mit 517 PS. Dann gibt es den Bend US Challenger, hat absolut dieselben Leistungsmerkmale wie auch der Preis. Daher gehe ich da nicht nochmal alles durch. Das ist halt einfach die Challenger-Version. Und dann haben wir noch dieselbe Version, aber als US Black Beauty, ist im Prinzip genau dasselbe, einfach nur in der schwarzen Version. Interessant hier ist, wenn man mit der linken Maustaste hoch und runter geht, kann man die Höhe der Vorderachse verstellen. Das ist das, was sich hier vom Standard-Fendt unterscheidet. Natürlich so auch wie das Öffnen der Türen und so weiter. Als nächstes kommen wir zum Ballenanhänger. Dieser kommt von QWERTY PL und Patalogia. Downloadgröße 1,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Ballenanhänger hier, kommt mit einem Gewicht von 890 Kilo und kostet 7.500 Euro. Barrieren Versionen gibt es hier 1 und 2. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Wir kommen zum Lizard 1105, dieser kommt von Contra Conmigo Modding, Downloadgröße 14,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Traktor wurde vor kurzem als CBT-Traktor veröffentlicht. Jetzt kommt er in der Lizard-Version, und zwar natürlich für alle Plattformen. Der Traktor hat eine standardmäßige Leistung von 105 PS, wird manuell und Last geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 115 Liter, 28 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 4,6 Tonnen und kostet 22.370 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Lizard. Das Design kann geändert werden, und zwar Aufkleber Brasilien oder ohne Aufkleber, und zwar ist dieser Aufkleber hier und heißt 100%iges nationales Produkt. Bei der Motorenausführung gibt es die 1105 mit 105 PS oder die Turbo mit 130 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und Grün. Wir kommen zum Lizard MKS 16. Dieser kommt von ETA La Marchoise, Downloadgröße 5,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Flüssigkeitstransporter hier, hat ein Volumen von 16.000 Liter, wiegt 6,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 16,8 Tonnen und kostet knappe 40.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Continental, Friedestein, Lizard, Gnokien und Trelleborg. Das Design kann geändert werden zwischen Leiter oder Standard. Das andere Design kann gewählt werden zwischen Unterfahrschutz oder Standard. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette. Als nächstes kommen wir zum John Deere 8000 Container Träger. Dieser kommt von Erschaber Toymatau vom VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 40,04 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Feldhäcksler mit einer Leistung von 640 PS. Hat eine Tankfüllmenge von 1200 Liter für Diesel, 48 Liter für DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 20 Liter ist das Füllvolumen für das Siliermittel, 22 Tonnen wiegt dieser und kostet 210.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas und Michelin. Die Reifenvariante kann gewählt werden hier von breite Vorderräder oder Vorderreifen. Dann gibt es vordere Rundumleuchten und eine Rundumleuchte hinten. Das ist diese hier. Und dann kann das noch erweitert werden für hinten zwei Rundumleuchten. Dann gibt es die Motorenausführungen am 8600er mit 640 PS, den 8700er mit 760 PS, den 8800er mit 880 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Und die Designfarbe natürlich ebenso und betrifft das Rohr. Und dann kann noch die Felgenfarbe entsprechend geändert werden und betrifft natürlich die Felgen. Es ist zu erwähnen, dass hier der IT-Runner vom selben Modder
verfügbar sein muss oder auch ein anderes IT-Runner-System, was hier verwendet oder zum Einsatz kommen kann. Als nächster neue Mod kommen wir zum Tatra Phoenix 4x4. Dieser kommt von Hydraulic, Downloadgröße 10,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt mit einer Leistung von 346 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 440 Liter, 45 Litern DEF, 83 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 7,5 Tonnen und kostet 90.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, BKT und Trelleborg. Dann können die Kotflügel entfernt werden, ja oder nein. Dann gibt es Konfiguration der Arbeitsscheinwerfer, keine Lichter, Frontlichter, Dachbeleuchtung und beides zusammen. Dann gibt es Rohrkonfiguration und das ist ein bisschen komisch. Das heißt einmal hier ohne Schlauch und einmal mit Rohr. Das ist also diese Gestänge hier. Sonnenschutzkonfiguration gibt es ohne Sonnenblende oder mit Visier oder ohne. Dann gibt es eine Lichtabdeckung einmal hier oder nein. Rundumleuchten gibt es natürlich auch. Einmal linke Seite, rechte Seite und natürlich beidseitig. Dann gibt es Aufkleberoptionen einmal kein. Dann Modellaufkleber, dann Warnaufkleber oder beides kombiniert. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau, Chrom, Weiß und Schwarz. Als nächstes kommen wir zum Fahr M66 von AI Modding, Downloadgröße 11,51 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und da weiß ich jemand, der sich darüber freut. Unlicht, bitte lass dir den herunter. Ich glaube, der passt genau zu dir. Und der kommt mit einer Leistung von 54 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 150 Liter, 25 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, 1500 Liter ist das Fassungsvermögen für das Erntegut, wiegt 3,9 Tonnen und kostet 32.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, Friedestein, Mittas, Michelin und Trelleborg. Die Motorenausführung gibt es den M66 mit 54 PS oder die S-Version mit 65 PS. Dazu kommt natürlich noch das Schneidewerk. Das wiegt eine Tonne, hat eine Arbeitsbreite von 3,2 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 5.500 Euro. Und wir kommen zum letzten Gerät und zwar ist das der HM400 Muldenkipper, kommt von Genamsk, Downloadgröße 42,67 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einer Leistung von 453 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 795 Liter, 159 Litern DEF, 56 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Ladevolumen ist 25.000 Liter, wiegt 36,4 Tonnen und kostet 150.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian, Mittas, Lizard, Michelin, Continental und Trelleborg. Und das war's schon zu den Konfigurationsmöglichkeiten bei diesem Muldenkipper. Wir kommen zur nächsten neuen Mod und zwar heißt dieser Dieseltank, kommt von Yellowneck, Downloadgröße 0,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein stationärer IBC-Tank, der als Tankstelle dient, ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Container. Ist dieser hier, Kostenpunkt zum Platzieren, hier heißt es 1000 Euro und in der Mod-Beschreibung steht 2500 Euro. Unterhalt pro Tag liegt bei 10 Euro. Es handelt sich hierbei natürlich um einen IBC-Tank, der stationär gemacht worden ist und dann entsprechend mit einer Tankstelle versehen worden ist. Eine Mod, die ich vorher vergessen hatte, ist die Husqvarna 266 XP, kommt von Gamer HZS FSH, Downloadgröße 1,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich eine Kettensäge, kann gekauft werden, im Shop natürlich unter Kettensägen. Das ist diese hier, das ist die 266 XP, kostet 420 Euro und soll eine längere Kette haben als die Standardversion. Scheint mir auch, dass ein Custom-Sound-File hier dabei ist. Wunderschön, gut gemacht. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Homemade RTK Station. Diese kommt von JMZ, Downloadgröße 0,6 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen, ist diese Station hier. Kostet 3.500 Euro zum Platzieren und kostet 5 Euro pro Tag. Ein selbstgebautes Gestell mit Antenne und John Deere Starfire System, um die Arbeit auf dem Feld zu verbessern. Empfohlene Mods, Precision Farming DLC.
Wir kommen zum Bayerischen Bauernhaus. Dieses kommt von NRX E-Kit, Downloadgröße 11,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Farmhäuser. Ist dieses Farmhaus hier, Kostenpunkt zum Platzieren 230.000 Euro. Unterhalb pro Tag wird hier keine Angabe gemacht, aber ist ein stolzer Preis. Laut der Mod-Beschreibung sagt es hier, gibt es eine Garderobentrigger und auch einen Schlafträger. Ich gehe mal hier rein. Ich kann hier sehen den Schlafträger. Immer noch Schlafträger. Des Weiteren, wenn ich hier rüber gehe, habe ich keine Garderobenauswahl, sondern auch nur gar nichts hier als Option. Dann habe ich hier die Küche. Wenn ich da reingehe, kann ich das Licht oder ein- und ausschalten. Aber ich finde hier in der Tat keinen Garderobentrigger. Selbst wenn ich rund ums Haus gehe, finde ich nirgendwo einen Trigger zur Kleiderauswahl oder für die Garderobe. Finde ich hier also nicht. Falls ich etwas falsch mache oder etwas verpasst habe oder etwas nicht richtig gesehen habe, dann bitte meldet mir das unten in den Kommentarfeld, damit ich das in den nächsten Malen korrigieren kann und auch die Mod korrekt nutzen kann. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt die Kuhstall 42x22 Meter von Piesel, Downloadgröße 25,07 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Im Baumenü natürlich zu finden unter Tiere und Kühe. Ist dieser Stall hier, kostet 84.000 Euro zum Platzieren. Tägliche Kosten 44 Euro und dieser bietet Platz für 80 Kühe. Das ist dieser Stall hier. Also sehr schön gemacht. Die Textur ist hervorragend. Wollen wir mal gucken, ob dieser Heuballen annimmt. Ja, die Heuballe wird angenommen. Wollen wir mal gucken, ob er Strohballen annimmt. Ja, die Strohballe wird auch angenommen. Das ist hervorragend zu wissen. Also hier kann man beides in Form von Ballen reinbringen. Hier kann man alle Türen öffnen. Dauert eine Weile, aber hier ist dann im Prinzip dieses Lagerplätzchen hier mit dem Milchtank da. Hier geht es wieder raus. Dann hier haben wir natürlich den Gülletrigger. Wenn man hier die Tür öffnet, kann man hier nur das Tor schließen oder öffnen. Das ist richtig so. Wenn wir aber nach innen gehen und hier an diese Gestänge hinkommen, können wir das Geländer entfernen. Das sieht dann so aus und dann kann man rein oder raus. Aber man muss also das Geländer von innen aktivieren und die Tür von außen öffnen oder schließen. Das geht also nicht von innen oder von außen. Ja? Man muss das eine separat machen. Ein weiteres Feature von diesem Kuhstall hier, man kann hier die Fenster öffnen. Und zwar jedes einzelne kann man öffnen. Wunderschön. Sehr schöner Kuhstall. Wirklich super herausgearbeitet. Die Textur ist brillant. Und die Features hier sind grandios. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Verbrauchsgüter-Kaufstation. Dieser kommt von Austria Modding. Downloadgröße 1,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Container. Und zwar sind das diese fünf Einheiten hier. Ein Tank für Tankstelle natürlich, hier eine Tankstelle natürlich auch. Dann eine Kaufstation für Dünger, Saatgut und Kalk. Da gibt es eine zweite Version davon. Und dann gibt es noch die Kaufstation für Flüssigkeiten. Kostenpunkt zum Platzieren jeweils 15.000 Euro. Ob schon in der Mod-Beschreibung steht 25.000 Euro. Unterhalt pro Tag kann hier nicht erkannt werden. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese Produktionen mit Ladetor. Diese kommt von Kamil Kater. Downloadgröße 0,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü natürlich in Produktionen und Fabriken. Ist zum einen dieses hier. Ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden von den normalen Gebäuden. Ich kann hier erkennen, dass es einen Abladepunkt gibt. Das ist die gelbe Markierung. Und es gibt keine weitere gelbe Markierung, die dann markiert, wo die Paletten gespawnt werden.
denn diese werden in diesem Falle nicht gespawnt, sondern können hier mit dem entsprechenden Anhänger, und zwar dem Böckmann KK3018, entsprechend hier dann abgeholt werden. Von diesen Gebäuden gibt es 5 verschiedene Gebäude. Einmal die Bäckerei, die Getreidemühle, die Spinnerei, die Zuckerfabrik und die Schneiderei. Kostenpunkt zum Platzieren liegt zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das Abo ab, willst du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen. Ich möchte mich ganz kurz noch entschuldigen für all denen, die heute auf einen Livestream gewartet haben. Leider war dies nicht drin. Wir haben die Bauarbeiter im Haus gehabt. Das wäre vom Lärm her nicht gegangen. Das hätte dauernd gestört. Ich hätte auch immer aufstehen müssen, weggehen müssen, weil die Bauarbeiten haben ziemlich Fragen gehabt. Deswegen möchte ich mich entschuldigen. Wir holen natürlich einen weiteren Stream nach, mit großer Wahrscheinlichkeit am Dienstag. Damit würde ich sagen, war es dies von dieser Woche von mir, weil morgen werde ich ausnahmsweise meine Tochter wieder haben. Daher würde ich morgen kein Video herausgeben bezüglich der Mods. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder. Am Montag ist ja dann ein Feiertag. Ich glaube, dass Giants am Montag auch keine Mods rausbringen wird. Daher würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns erst am Dienstag wieder. Oder vielleicht mache ich einen Überraschungsstream am Montag. Dann würde ich auch mal jeden Fall sagen, ein schönes Wochenende an allen. Habt schöne Pfingsten. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und hasta luego.